Blau ist ja immer eine schöne Farbe, begleitet uns vielleicht fast täglich. In diesem Zusammenhang hat sie aber eine andere Bedeutung. Und das wollen wir uns jetzt gleich mal anschauen. Herzlich willkommen hier bei DocSwim und einem neuen Tipp. Und mitunter macht es ja doch wirklich Spaß, in alten Büchern zu stöbern und vielleicht auch mal zu überprüfen, wenn es sich um Fachbücher handelt, ob die früheren Erkenntnisse heute überhaupt noch Bestand haben, ob sich da vielleicht was geändert hat, grundlegend oder vielleicht nur in Nuancen. Auf jeden Fall ist dieser Vergleich immer interessant und mitunter stellt man sogar fest, dass Erkenntnisse, die schon einige Jahre, Jahrzehnte alt sind, heute einfach nur in neue Begrifflichkeiten gegossen werden oder in neue Kombinationen und wie etwas Neues erscheinen, dabei aber gar nichts Neues sind. Eines der wichtigsten Schwimmbücher in meiner frühen Zeit war zum Beispiel dieses hier. Sportschwimmen. Ein Hochschullehrbuch aus der damaligen DDR. Und wenn man sich das mal so anschaut, wir sprechen hier von knapp über 300 Seiten, dann ist das wirklich ein ganz tolles Nachschlagewerk. Und wenn man sich heutzutage die Informationsquellen anschaut, die wir so haben, dann stellt man gerade bei der Durchsicht solcher Werke fest, dass wir heutzutage eigentlich gar nicht mehr über das Basiswissen diskutieren, sondern mitunter schon in Sphären miteinander diskutieren, die sich ganz weit abheben, gerade wenn wir so in Bezug auf leistungsdiagnostische Parameter sprechen. Das heißt also Puls, Laktat, VO2 Max, Laufökonomie und was es alles so an interessanten Daten gibt. Nur ohne Basiswissen ist es ja doch recht schwer, das Ganze zu interpretieren. Und da sind auch teilweise die Medien schon auf einem Niveau angelangt, das gerade den Einsteigern gar nicht unbedingt hilft, weil es einfach viel zu abstrakt ist. Und heute wollen wir mal hier reinblicken, denn ich habe etwas beim Stöbern entdeckt, das wirklich interessant ist. Und dabei geht es um die Widerstandswerte. Denn der Wasserwiderstand ist ja doch immens und enorm groß. Das merken wir allein schon dadurch, wenn wir uns vom Beckenrand abstoßen mit einer wirklich hohen Geschwindigkeit, versuchen in einer möglichst guten Position möglichst weit zu gleiten, müssen wir doch leider feststellen, dass nach 7, 8 Metern für viele schon Schluss ist, die wirklich guten Schwimmer mit einer sehr, sehr guten Wasserlage und Wasserposition, die kommen dann schon 12, 13, vielleicht sogar 15 Meter weit. Das ist dann aber auch schon das Äußerste der Gefühle. Das sagt uns vor allem im Umkehrschluss, der Wasserwiderstand, Wasser ist ja 800 Mal dichter als Luft, ist so enorm, dass es durchaus sinnvoll ist, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, welche Widerstandswerte erzeuge ich denn mit meiner Wasserlage, mit der Bewegung meiner Extremitäten. Und jetzt kommt dieses Buch zum Einsatz, da blicken wir mal hinein. Und wenn wir in diesem Buch sehen, dass wir über 20 Seiten darüber Informationen bekommen, wie es um die Hydrodynamik steht und um die Position des Körpers im Wasser, sehen wir schon mal ganz gut, wie wichtig dieses Basiswissen doch eigentlich ist. Und jeder weiß, Kreativität basiert auf einem guten Grundlagenwissen, in anderen Bereichen auf dem Allgemeinwissen. Das weiß man aus der Kreativitätsforschung. Deswegen ist es gar nicht schlecht, sich immer mal wieder mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, um daraus etwas Eigenes für sich zu entwickeln. Eigene Problemlösungen als Trainer oder als Sportler. Und insofern ist es doch immer wieder empfehlenswert. Nun aber direkt hinein. Und wir sehen jetzt in Bezug auf den Wasserwiderstand, dass ein geschlossener Körper, so wie hier in der Abbildung, ich nenne das gerne eine Torpedoposition im Wasser, dass der Körper in sich geschlossen ist und auch hinten, das heißt also am Ende, keine nennenswerten Verwirbelungen aufweist.
Denn wir wissen ja, der Formwiderstand beschreibt die Sogwirkung der Wirbelströmungen und des Frontalwiderstandes. Und jetzt haben wir also hier mal den Referenzwert, an dem wir die folgenden Änderungen der Körper, der Wasserlage prozentual berechnen wollen. Diese Torpedoposition, also der stromlinienförmige Körper, besitzt in diesem Fall einen CW-Wert, einen Referenzwert von 0,04. Und der CW-Wert beschreibt ja, so wie wir das jetzt auch hier sehen, den Strömungswiderstand eines von einem Fluid umströmten Körpers. Gilt also auch für die Aerodynamik, wie wir das hier bei Jan Frodeno sehen. Wir wollen jetzt aber mal hineinspringen ins Wasser und uns die verschiedenen Auswirkungen anschauen. Und das bringt sicherlich auch für dich nochmal ein ganz interessantes Zusatzwissen. Und dann spürst du vielleicht auch im Wasser noch deutlicher, wie sich diese verschiedenen Änderungen auswirken und weshalb hier und dort vielleicht doch viel mehr Kraft aufgewendet werden muss als nötig. Ready to go? Dann steigen wir mal ein. So wie hier in dieser Abbildung zu sehen, der gestreckte Körper, also eine wirklich, wirklich gute Wasserlage, sorgt für einen CW-Wert von 0,45. Gehen wir in die nächste Abbildung hinein. Hier sehen wir das Anwinkeln der Füße mit einem Winkel von 135 Grad. Das sorgt allein schon mal dafür, dass der Widerstand um 6% erhöht wird. Beugen wir die Füße in einem 90-Grad-Winkel, sprechen wir schon von sage und schreibe 13%. Und insbesondere die Triathleten, die wissen, was damit gemeint ist. Denn gerade wer vom Laufen zum Schwimmen kommt oder auch die Radfahrer, also die Spezialisten in anderen Disziplinen, verfügen ganz häufig wegen der Spezifik ihrer Sportart über ein gut fixiertes Sprunggelenk. Das soll auch so sein, steht aber im Gegensatz zu den Anforderungen im Schwimmen, wo wir ja ein möglichst flexibles, bewegliches Sprunggelenk haben wollen, damit sich die Füße bewegen können wie eine Flosse, also möglichst auch diesen Vortex zu erzeugen. Das heißt also diese wirbelstromartige Fortbewegung, die wir sehen wollen, das spürst du vor allem dann, wenn du mit Flossen schwimmst, über die Verlängerung der Antriebsflächen und der Vergrößerung und der enormen Flexibilität der Flosse kannst du dann auch ein deutlich höheres Tempo erzeugen. Kommen wir zur nächsten Abbildung. Und hier sehen wir ganz gut, dass sogar das Anheben des Kopfes eine Erhöhung des Wasserwiderstandes um 25% mit sich bringt. Das ist natürlich auch ganz enorm und gerade wenn wir mal uns zurückerinnern und teilweise hört man das heute noch, wenn Übungsleiter, Trainer am Beckenrand stehen und ihren Schützlingen sagen, schau, dass du beim Kraulschwimmen die Stirn mit der Wasserkante oder die Badekappenkante mit der Wasseroberfläche auf einer Höhe führst, dann sieht man schon mal ganz gut, das ist womöglich keine gute Idee. Nicht nur hinsichtlich des Wasserwiderstandes, natürlich auch wegen der Anspannung der Nackenmuskulatur. Also da kommen viele Dinge zusammen, denn jeder weiß, ist die Nackenmuskulatur unter Spannung, setzt sich diese Spannung in der Bewegung fort bis in die Schultermuskulatur und generell sorgt das dann für eine eher verkrampfte Position. Deswegen im Idealfall Blickrichtung zum Beckenboden, sodass wir eine gerade Kopflinie, also Hinterkopf-Rückenlinie haben. Das ist im Prinzip die ideale Position. Ja, manchmal stellt man erst beim Schneiden des Videos fest, dass es dann doch viel länger geworden ist, als man sich das selber vorstellte. Da dachte ich, es wäre kürzer als 10 Minuten und dann waren es 17. Und aus diesem Grunde dachte ich mir, schneiden wir doch diesen Beitrag einfach in der Mitte durch, damit er für dich leichter konsumierbar wird. Und damit sage ich einfach danke fürs Zusehen in Teil 1 und wir sehen uns dann in Teil 2 wieder. Dort geht es um weitere Formen des Widerstandes und natürlich ganz wichtig, das große Fazit für uns. Was ziehen wir denn für unser praktisches Training an Erkenntnissen aus diesen Werten, Daten, auch natürlich, wenn sie schon 30 Jahre alt sind. Aber ich glaube, jeder hat schon erkannt,
dass die Werte schon auch immer noch realitätsnah sind, auch wenn sie natürlich durch Techniken wie die Messung im Strömungskanal deutlich genauer geworden sind. Aber es geht ja vielmehr darum, um mal einen allgemeinen Überblick zu geben. So, und damit Ende over, Teil 1. Freu dich auf Teil 2. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Tschüss.